Die Tussis werden Ihnen präsentiert von der Rampfgruppe aus Grafenberg. Hallo zum ersten Sportmagazin im neuen Jahr am 01.01. und wir starten 2018 erstklassig und zwar mit den Handballerinnen der TuS Metzingen. Die hatten am Samstagabend Frischhof Göppingen zum schwäbischen Derby zu Gast. Gespielt wurde in der Stuttgarter Porsche Arena und 5.740 Zuschauer sorgten für einen tollen Rahmen zum Jahreskehr aus. Der Rekord vom vergangenen Jahr, als gegen den TV Nellingen 6.157 Zuschauer kamen, wurde zwar knapp verpasst, dennoch eine klasse Kulisse und ein Lob an die Verantwortlichen der TuS. Vor dem Erstligaduell trafen zudem die Zweitligateams aus Waiblingen und Gröbenzell aufeinander. 14:2 Punkte haben die Pink Ladies als Tabellenzweiter bislang gesammelt. Unter der Woche gab es einen 35:31 Erfolg in Nellingen. Anna Lörper traf dabei ein Dutzend Mal. Da haben wir die beiden Trainer René Hamann-Böritz und Alexander Knesewitsch frisch auf. Zuletzt richtig gut drauf. 3 Siege in Folge. Zuletzt in Leverkusen 8:8 Punkte. So die Zwischenbilanz der Grün-Weißen. So, einmal geht's noch rund herum und dann geht's rund Metzingen gegen Göppingen. Die Tussis von links nach rechts und da ging gleich mal die Post ab. Kobylinska weiter zu Marlene Zapf und die mit dem ersten Treffer nach dem Kreuzbandriss von Kelly Wollebrecht ist Zapf ja auf rechts außen im Dauereinsatz. Isabel Roch begann erneut im Tor anstelle von Jasmina Jankovic und ist hier gegen Kinland zur Stelle. Binke erhöhte auf 2:0 und Roch pariert danach den 7 Meter von Maxim Struis und zwar einhändig. Schon gegen Leverkusen mit einer starken Vorstellung, Cece also gegen ihren Ex-Club auf der Bank und linksaußen Katharina Bedies machte mit dem 3:0 den Traumstart perfekt, also die TuS von Beginn an hellwach. Erst nach über 6 Minuten kamen die Damen vom Hohen Staufen in die Puschen. Weigelt und hier Prudenz Kinland konnten erstmal verkürzen, aber nur kurzfristig, denn der Tabellenzweite blieb in der Spur. Erneut ist es Marlene Zapf, die im Gegenzug ihre zweite Kiste markiert. Und es kam noch besser. Monika Kobylinska tankt sich hier durch, eine von 5 WM-Teilnehmerinnen aus Metzingen. Sie spielte für Polen und ist derzeit richtig gut drauf. Vor allem die Abwehr stand in den ersten 10 Minuten richtig gut. Die stand ja vor allem in der zweiten Hälfte in Nellingen zu Recht in der Kritik. Ja, und im Angriff lief es weiter rund. Minevskaya raus zu Bedies und die überwindet die zuletzt starke Christi Zimmermann. 6:2, es läuft und den Lauf musste Knesewitsch erstmal unterbrechen. Logo Auszeit Göppingen. Isabel Roch gewinnt das Duell gegen Michaela Rybkova. Edith Lengel gewinnt das Duell gegen Anna Lörper. Göppingens Nummer 2 stand ja auch schon mal im TuS-Gehäuse. 10:7 stand es nach 20 Minuten, aber die Gäste steigerten sich. Maxim Struis staubtrocken. Man konnte schon spüren, dass Frischauf derzeit einen Lauf hat. Die gaben nicht klein bei, warum auch. Svidirenko sorgte vom Punkt sogar für den Anschlusstreffer. Doch Xenia Minevskaya zeigte sich ebenfalls treffsicher von der 7-Meter-Linie. René Hamann-Böritz, der dänische Kommandogeber im Ermstal. Starke Bilanz in der Liga, da hat ja nur der Thüringer HC noch eine weiße Weste. Zudem ist man ja im Pokalviertelfinale, da geht es am 13. Januar erneut nach Nellingen. Nur das knappe Aus im EHF-Pokal passte nicht in das erfolgreiche erste Halbjahr. Gepasst hat aber dieser Traumpass von Midevskaya auf Julia Behnke und die Kreisläuferin mit perfekter Ballmitnahme und dann eiskalt vor der Hütte. Metzingens Nummer 93, ja neben Lörper auch fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft. Wir sind kurz vor der Pause. Die TuS konnte ihren Vorsprung leider nicht ganz halten. Zimmermann hält hier gegen Obradovic. Göppingen kam wieder auf ein Tor ran. Struis erneut ansatzlos und so ging es mit einer 14:13 Führung in die Kabinen. Das wäre noch ein hartes Stück Arbeit und während Hamann-Böritz noch mit den Schiedsrichtern ein Schwätzchen hält, machen wir eine kurze Pause. Bis gleich. Thank you.
Kommen Sie vorbei. Es gibt viel zu entdecken im Hits für Kids Spielwarenlagerverkauf in Riederich bei Metzingen. Direkt an der B312 gelegen und mit 600 Quadratmetern Verkaufsfläche auf 2 Etagen ist bestimmt für jeden etwas dabei. Bestellen Sie auch online unter www.spielzeugkit.de oder kommen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Wir sind zurück in der Porsche Arena und die zweite Hälfte begann wie die erste, nämlich mit einem Tor von Marlene Zapf. Schön vorbereitet von den DHB-Auswahlspielerinnen Lörpe und Binke und rechts außen Zapf macht's dann mit links. Jankovic kam für Roch und pariert ja gleich mal gegen Rybkova. Ich will ganz easy 2 Punkte holen, das wäre gut für Körper und Kopf, so JJ im Vorfeld der Partie. Mit Holland gewann sie ja Bronze bei der WM. Ja, und mit ihm easy wurde es aber nichts. Im Gegenteil, Göppingen kam wenig später sogar erstmals zum Ausgleich. Brugger vom Kreis nach Zuspiel von Struis. Tja, und keine Minute später gingen die Grün-Weißen durch Kinland sogar in Front. Kobylinska konnte jedoch im direkten Gegenzug egalisieren. Die Partie mittlerweile nicht nur vom Ergebnis her völlig ausgeglichen, das konnte man so sicher nicht unbedingt erwarten, aber die Gäste hatten ja auch viele Fans in der Halle und da wollte man sich natürlich so teuer wie möglich verkaufen. Das ging mal fix, Anna zu Julia und die vorbei an Kinland und ab dafür. Es blieb zunächst eine enge Kiste. JJ mit klasse Fußabwehr gegen Kinland. Es ging bis Mitte der zweiten Hälfte hin und her. Adamkova für Göppingen und auf der anderen Seite Zapf für Metzingen. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Noch so ein Beispiel. Göppingens Top-Schützin Rybkova, bislang noch nicht so auffällig. Und Marin Weigel nach der schnellen Mitte über Binke und Lörper. Wir sind in Minute 47, erster Treffer von Anna Lörper, die Spielmacherin vom Punkt mit dem 22 beide. Wie gesagt, in Nellingen noch mit 12 Buden, aber frisch auf hatte sich gut auf Metzingens Nummer 10 eingestellt. So, und jetzt nahm dann leider das Unheil seinen Lauf, beziehungsweise es begann der Lauf von frisch auf. Zur Überraschung aller kam es zum Bruch im Metzinger Spiel und die Göppingerinnen spielten plötzlich wie aus einem Guss. Brugger von außen, Rybkova durch die Mitte. Bei der TuS ging nichts mehr, bei den Gästen war jeder Schuss ein Treffer. Wieder Rybkova, frisch auf, oben auf, Respekt Herr Knesewitsch. Lengel gegen Lörper, oh je. Nach 6 Minuten und 6 Gegentoren war der Spuk vorbei und die Partie wohl entschieden. Dreimal Rybkova, zweimal Lina Krilka und Brugger machten aus einem 22:22 eine 28:22 Führung. Gibt's ja gar nicht. Erst Zapf setzte dem Treiben ein Ende. Doch ob das noch was wird? Immer wieder Michaela Rybkova, 9 Tore am Ende für Göppingens Nummer 11. Marlen Zapf kam am Ende ebenfalls auf 9 Kisten, sie übernahm nun auch als dritte Schützin vom Punkt. Binke, sie versuchten es noch einmal. Und als man 3 Minuten vor dem Ende nochmal auf 3 Tore rankam, Katharina Bedies trifft, keimte nochmal Hoffnung auf im TuS-Lager. Bedies hatte danach sogar noch die Chance auf 28:30 zu verkürzen, aber die starke Christi Zimmermann lenkt den Ball an die Latte. Die Partie war nun endgültig entschieden. Letzter Metzinger Treffer 2017 durch Marlene Zapf. Letzter Göppinger Treffer 2017 durch Prudenz Kinland. Die machte ihr persönliches halbes Dutzend voll. Ja, und dann war Schluss. Jubel in Grün-Weiß statt in Pink. Frisch auf Göppingen gewinnt das Derby in Stuttgart gegen die Tussis mit 32:28 und feierte damit den 4. Sieg in Folge. Für die TuS war es also die 2. Saisonniederlage und die Enttäuschung natürlich dementsprechend groß. Meine Kollegin Annika Strauß sammelte dieses Mal die Stimmen.
Ja, es lag definitiv an unserer eigenen Leistung. Also sicherlich möchte ich die Göppinger Leistung nicht schmälern, aber wir haben definitiv ganz schlecht gegen den Kreisläufer gestanden. Das hat Göppingen sehr, sehr gut gespielt. Wir waren nicht aggressiv gegen die Rückraumwürfe und sind selber nicht zu unserem Spiel gekommen, also zu dem Stellenspiel nach vorne. Das hat nur phasenweise funktioniert und im Angriff haben wir uns ganz, ganz schwer getan. Ja, bei 32 Gegentoren ist es schwer zu gewinnen. Wir standen in der Abwehr, ja, 10 Minuten gut, es waren leider die ersten 10 Minuten. Danach ging es von Minute zu Minute schlechter und ja, mit einer schlechten Abwehr ist es auch schwierig, unser Tempospiel zu spielen. Und ja, das, was in der Abwehr nicht so gut läuft, nimmt man meistens auch im Kopf mit nach vorne. Und dementsprechend haben wir dann auch vorne so gespielt. Und ja, es hat sich Mittwoch schon ein bisschen angedeutet in der zweiten Halbzeit. Also irgendwie ist gerade der Wurm drin in der Abwehr. Also das Spiel war am Anfang ziemlich, ich denke, nervös. Wir waren nicht so gut gestartet, aber dann in Halbzeit haben wir was ausgemacht, was wir spielen. Und wir haben alles verbessert. Und dann am Ende haben wir das nur genießen, weil das war einfach super. Wir haben super gespielt, wir haben, wie sagt man das, Rezept gefunden und dann war das nur ja mit Spaß gespielt und das war echt, ich bin echt froh, dass, also glücklich, dass wir gewonnen haben, weil wie sonst, als hier heute vor so vielen Zuschauern, das war super Atmosphäre und ja, wir haben gewonnen, super. Ja, es gab viele Momente, wo wir einfach hätten fitter sein können, dynamischer. Ja, Abwehr, teilweise 7 Meter verschossen. Die müssen einfach drin sein. Also wir haben uns sehr, sehr, sehr viele Fehler geleistet, die am Schluss dann natürlich bitter sind und uns die Niederlage bescheren. Göppingen kommt mit erhobenem Kopf her, gewinnt das letzte Spiel, hat einen guten Lauf, aber dennoch müssen wir einfach besser aufgestellt sein. Ende vom Jahr weiß ich nicht. Ich glaube, so kurz nach dem Spiel kann ich noch nicht so viel sagen, aber ja, selber schuld. Kann man trotzdem Silvester dann noch gut feiern? Ja, jetzt gilt es erstmal, sich wieder zu sammeln und ich hoffe, morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Ich denke, ja, das war ein sehr spannendes Spiel und ich denke, wir haben heute einen Gegner getroffen, der uns sehr, sehr gut gespielt hat, sehr klug. Wir haben große Probleme gehabt in Abwehr, die lange Angriffe und wir möchten sehr gerne Tempo-Handball spielen, haben wir heute sehr lange in Abwehr gestanden und plötzliche Würfe und Kreisanspiel haben wir schon riesige Probleme gekriegt und dann haben wir nicht unsere einfache Gegenstöße, was wir gerne möchten, das haben wir heute nicht gekriegt und ja, das denke ich war der wichtigste Grund, wie ich denke auch, wir haben zu viel verworfen vorne, wenn wir dann die Chance gehabt haben, 7 Meter und sehr viele freie Chancen. So insgesamt, dann müssen wir auch sagen, heute waren wir nicht gut genug. Glückwunsch nochmal an Göppingen. Für die TuS geht's jetzt an Dreikönig in Bensheim weiter. Mehr zum Derby noch im Ticker. Wir wünschen dennoch einen guten Start ins neue Jahr und bis dann. Die TuSis wurden Ihnen präsentiert von der Rampfgruppe aus Grafenberg.